jetzt müsste sich die Tür doch eigentlich öffnen, oder nicht? Oder was mache ich hier falsch? So. So. Das ist ja Schnuppe. Lass mal gucken, wer das jetzt... also ich bin jetzt nicht wirklich der Redstone-Experte. Ich möchte das aber trotzdem versuchen. Also, die Tür muss ich jetzt irgendwie öffnen. Setze die Schaltung so ein, dass sich die Tür öffnet. Ja, welche Schaltung denn? Die da oder das da? Weiß ich ja nicht. Also ich mach das mal an. So. Da nicht. Warte mal. So vielleicht? Ne. So, habt ihr noch etwas Redstone übrig? Ne, also das muss, glaube ich, schon so hier rangebaut werden. Also hier der Redstone-Komparator. Und hier das Redstone. Willst du mich verarschen? Den hätte man auch so aufmachen können. Toll. Das sehen wir ja total sinnlos. Setze die Schaltung so ein, dass sich die Tür öffnet. Also muss hier irgendwo unter der Tür ein Sensor sein. Muss ja dann, ne? Irgendwie. Oder hier an der Wand. Keine Ahnung. Aber ich denke mal hier runter. Dann. Gibt es hier irgendwas zum Abbauen? Nee. Ach, ich muss mich mal richtig hinsetzen. So, jetzt geht das hier weiter. So. Ups, weiter geht's. Vielleicht ist... Ah, hier, das Redstone-Signal ist nicht mehr stark genug, ne? Kann das sein? Hitler, kann das sein? Ja, okay, ich hör auf. Ich hör auf damit. Redstone-Komparator. Ja, so ganz ehrlich, ich bin jetzt überfragt. Also, sorry. Keine Ahnung. Muss ich leider passen. Aber war auf jeden Fall eine schöne Idee. So. In diesem Denkmal ist der Knopf zum Bunker. Los. Mach den Grab mal kaputt. Mach den Grab mal kaputt. Los und stirb's, Junge. Gefängniszentrum. Gut, was ist hier drin? Werfbarer Trank der Schnelligkeit, Trank der Stärke. So. Schnelligkeit, Stärke. Wie lange haben wir die Stärke? So, abbauen. Oh, oh. Jetzt habe ich die anderen Sachen auch kaputt gemacht. Ah, da ist die Kiste. Ein Knopf. Schon gefunden. Oh, oh. Trank der Feuerresistenz. Trinke! Hier kommt man gar nicht durch. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal sagen, Geronimo, oder? Geronimo! Aua, 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 heiß, 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 heiß. Oh, wie weit ist das? Heiß, 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 heiß. Heiß, 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 heiß. Au, 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 au. Aua. Killing me softly. Ich hab's geschafft. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen. Dann das. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ich würde sagen, wir schlafen erstmal eine Runde. Oder wir stellen erstmal die Sichtweite wieder um. Sind wir ja wieder draußen. Far. Aber es wird doch gerade Nacht, oder nicht? Also ich das falsch. Wird nicht Nacht. Wird nicht Nacht. Gut. Knopf. Ne, Hebel. Bitte der Spur folgen. Erst wenn du das Haus betreten hast. Hier, es wird dir helfen. Blindheit? Bist du irre? Der Typ macht das wirklich. Aber kommt man denn hier auch wieder raus? So, dies ist nicht das Ende. Du. Dr. Johnson hat dich reingelegt. Es war ein Ablenkungsmanöver. Oh nein! Dieser Ort, dieser Bunker ist eine Falle. TNT, alles ist mit TNT vermint.
Sir Johnson lebt noch. Er will. Verfolge ihn und mach ihn kalt. Los! Folge seine Wegmarkierungen. R-Fackeln hinter dem Haus. Los! PS, nicht vergessen. Hebel nur auf weiße Wollblöcke setzen. Ha, ich habe leider keinen Hebel, aber ich habe eine schicke Ausrüstung. Hier, zack. Und eine Druckplatte. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich. Wo ist die Druckplatte? Da. Brauche ich. So. Jetzt geht das hier auf. Oh, ich bin blind und mir ist übel. War wohl gestern an so viel des Guten. Jetzt bekommt er einen Kurzschluss. War wohl zu viel des Guten. Ich krieg dich. Und wenn das letzte ist, was ich tue. Ah, ich sehe wieder. Ah, ist immer noch übel. Für 22 Sekunden. Er steht. Besucht das Pilpe. So, ich würde jetzt gern wieder normal sehen können. Oh, ich sehe da einen Jungen. Hallo, schicker Mann. Kennen Sie mir? Oh. Boah. Besucht das Pilpe. Schleichwerbung. So. Ah. Soll der Kerl etwa mich darstellen? Also hast du ganz gut getroffen, muss ich sagen. Nee, also finde ich cool. Man kann ganz klar das Headset erkennen, meine Brille. Hä, du trägst eine Brille? Ja, ich trage eine Brille. Diamantenblock, den ich gerade abbaue, versuche abzubauen. Cool. Finde ich cool gemacht. Gibt's hier drin irgendwie... Oh. Das war doch gerade ein Soundtrack aus Zelda. Wenn man irgendwo eine Tür öffnet oder so, oder einen neuen Gang öffnet, dann kommt doch... Das hat er gerade nachbestellt mit so einer Musikbox. Cool. Gibt's hier oben noch irgendwas? Ich bin da! Der neue König dieser Welt ist endlich eingetroffen. So, nein. Hier ist sonst weiter nix. Also war das nur zu Demos oder zur Dekoration. Sieht aber ganz nice aus. Hier noch irgendwas... Nö. Dann geht es jetzt raus und wir suchen den anderen Weg. Da hinten lang. Hier lang, hier lang. Aber nun kommt der Akt. Achtung, Danger! Please remove or die! At the portrayal of death! Stop! No entrance to Dock 51. Sensor for alarm. Oh nein, hört ihr den Alarm? Ich höre ihn. Anfänger, Frage, was ist ein Zander? Ein Fisch. Du Fisch. Schnell, Profi. Energie gleich. Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Welche Form ist es? E gleich mc im Quadrat. E gleich mc im Quadrat. Zack-Kack-Alarm. Was bedeutet Zahl vietnamesisch? Hi. Oh cool, war geraten. Du hast das Kontrollzimmer rein, schalte den Alarm ab. Boah. Geht doch. So, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. So, geschafft. Jetzt ein kleines Minecraft-Quiz. Was ist seltener? Smaragde. Jawohl. Wir werden eine goldene OP-Äpfel gemacht. Goldblöcke. Juhu. Was ist Mr. Burns für einer? Milliardär. 9 mal 8. 72. Das ging ja einfach. Jetzt kommen deine Bogenskills in Frage. Du musst die 10 Ziele nach der Nummerierung treffen. Dann öffnet sich die Eisentür. Okay. Ah ja, Bogen.
So. Nein, ich hoffe, dass die 64 Schuss ausreichen. Oh, die Zahlen kann man natürlich sehr gut erkennen, aber zum Glück habe ich Optifine. Und Optifine, ja, muss ich in dem Fall mal benutzen. Ah, da ist die 1. Jawohl, 1. Ah, 7. 2. Da. Jawohl. Da oben. Oh, oh. Das ist noch unten. 3. Haha. Direkt daneben. Na komm. 4. 5. Ach Gott, da oben drin. Willst du mich verarschen? Ha! Gleich beim ersten Mal. Cool. Naja, also komm. Also komm, der Fall ist ja nicht genau auf dem Knopf, aber egal. So, ah, da oben drin? Ist ja fies. Wo ist denn da der Knopf? Ach, direkt da drauf, cool. Aha, 6. Ich habe noch 54 Schuss. 7, da vielleicht? Ne, das ist das letzte C. 7, da hinten. Zack. Ah, die 1 müssen wir nochmal anmachen. So. Was war das jetzt? 7, 8, 10, 9. Ach, da oben. Genau. Dahinter. Ach. Nochmal anmachen. Nochmal anmachen. Nochmal anmachen. Neun. Na? 10. Ha! Geschafft! Ganz schön durch jetzt. Okay, weiter geht's. Hier. Da. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Wir machen mal weiter mit unseren Fragen. Die nächste Frage: Wie bin ich aufs Let's Playen gekommen? Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich habe damals, als ich noch keinen YouTube-Kanal hatte, immer die Let's Plays von VHawk LP geguckt. Vielleicht kennen ihn ein paar. Und habe mir das Let's Play von Mystical Ninja bei ihm angeguckt, dass ich auch selber Let's Played habe. Und ja, ich fand das eigentlich super gut, auch wie er die ganze Sache, ja, wie er das Ganze fabriziert hat. Er hat mich gut unterhalten und ich fand das eigentlich, ja, unterhaltsam. Und da habe ich mir doch gedacht, komm, was der nicht kann, kannst du schon lange. Und ja, da habe ich mich einfach mal ein bisschen schlau gemacht, was man dazu für machen muss. Ja, für ein Let's Play, was man dafür braucht. Und ich habe auch schon mal, bevor ich HSPLP eröffnet habe, ich schon mal einen Kanal eröffnet. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja, da war ich mir noch nicht, da war ich mir noch so unschlüssig, wollte das mal ausprobieren, aber habe ihn nach ein paar Tagen wieder gelöscht. Aber dann habe ich doch den Versuch gewagt, 2011, mir wirklich einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und ja, so ist das dann peu à peu weiter entstanden. Am Anfang, klar, kann ich offen und, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, habe ich auch ganz oft Sub for Sub gemacht. Ja, gebe ich zu, leider. Ich schimpfe immer auf die anderen, aber ich habe es selber mal gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Oh. Kacke, da fehlt jetzt ein Stück Pilz. Naja, ein Stück Stamm. Ja, und so bin ich eigentlich zum Let's Playen gekommen. Durch VHawk LP. Also, wenn es VHawk LP nicht gegeben hätte, dann, ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht auf YouTube oder ich wäre wahrscheinlich durch einen anderen YouTuber darauf gekommen. Wie auch immer. Also, machen wir mal weiter. Oi. Erstmal pennen, komm. Ah. Ein Bett vielleicht, kann ich noch schlafen gehen. Wenn ich einen Schalter finde. Nacht. Igitt, wer ist denn da? Wer weiß? Das muss ich hier herausfinden. Oh je. Nacht. Tag. Wenn ich einen Schalter finde. Also müssen wir jetzt einen Schalter finden.
So, hier drunter ist keine. Diese Pilze sehen zwar nett aus, aber wenn da vielleicht irgendwelche Kisten drunter wären, wäre ich auch mit zufrieden. Hallo? Das sieht nur zur Dekoration, glaube ich. Ich dachte, vielleicht ist da ja irgendwie eine Druckplatte, dass ein TNT auslöst. Ja, ja. Was ist denn das? Smaragdblöcke? Mit dem Raum wahrscheinlich genau dasselbe. Den nur zur Dekoration, oder? Oder ist hier außenrum vielleicht noch was? Ich glaube, das dient alles zur Dekoration. Ich glaube, auch da oben auf den Bäumen sollte nichts versteckt sein, oder? Ich gucke lieber nochmal. Nicht. Nein, nein! Wow. So viel zum Thema. Ich guck lieber nochmal. Sicher ist sicher. Daumen hoch. Smiley, Zwinker. Nein! Gut, da oben wird wohl nichts sein. Ja, wir gehen mal in das Haus hier rein. Oh. Ein Plattenspieler? Was ist da für eine CD eingelegt? Jetzt muss ich mal kurz die Musik ausmachen. Mal. Hallo, grüß Gott. Ja, dann mach mal kaputt. Das ist ja schön geschaltet hier, muss ich sagen. Komm, Spinnweben nehmen wir mit. Das ist zur Dekoration. Das auch. Irgendwas in den Öfen drin? Ah, cool. Da durfte ich ja reingucken, ne? In Öfen. Da stand ja nichts davon, dass das verboten ist. So, dann gucken wir uns mal in dem Haus hier um. Scheint wohl so eine riesen Luxusvilla zu sein. Hier ist ein Hebel. Ah! Cool. Eine Tür, die sich öffnet. 14, zweite Etage. Hier ist nichts. Cool, da kann man durchgucken. So, hier hinten geht's weiter. Ach du Scheiße. Schalte das Portal in die dritte Dimension ein. Ah, ich guck mich erst nochmal weiter um. Bevor ich in die dritte Dimension gehe. Draußen war weiter nix. Ich guck mich jetzt nochmal unten um und dann reise ich mal in die dritte Dimension. Ui, zack. Sorry für die Unsymmetrie. Ah, Licht geht an. Gut, dient wohl auch nur zur Dekoration. Was soll wohl so ein Heimkino sein? Okay. Und hier? Auch. Alles zur Dekoration. Ganz nett. Gut gemacht. Dann reisen wir jetzt in die dritte Dimension. Also das brauchen wir ja hier nicht. Das Auen. Ah, den Bogen, den behalte ich nochmal. Aber die ganzen anderen Sachen, weiß ich nicht. Die brauchen wir ja nicht. So, dann starten wir mal in die dritte Dimension. Quatsch, was mache ich denn hier? Eine Feuerzeuge. Una Kompass, Una Uhr. Dann. Auf geht's.